aus Sizilien. Unser erster Tag hier mit der Delegationsreise aus dem Deutschen Bundestag. Deutsch-italienische Parlamentariergruppe ist jetzt für 4 Tage hier in Italien. Der erste Tag war schon dicht gedrängt. Wir sind in Catania gelandet und haben die Präfektin getroffen, den Bürgermeister und seinen Stellvertreter und ein Flüchtlingszentrum besucht. Ja, es ist gut zu spüren, dass man einige tausend Kilometer nach Süden kommen kann und das, was passiert, von den gleichen Werten getragen ist. Also wir haben hier sehr viel, sehr engagierte Menschen, ob jetzt hauptamtlich mit der Flüchtlingsproblematik beschäftigt oder auch ehrenamtlich getroffen. Aber Catania ist schon ein besonderer Ort. Es sind 90% der Anlandungen hier von den Katastrophen im Mittelmeer, wenn Boote kentern oder in Seenot geraten, 90% der Flüchtlinge kommen hier tatsächlich an. Mich hat besonders die Präfektin beeindruckt. Sie hat sehr unverstellt gesagt, es ist schön, dass jetzt dänische Schiffe, britische Schiffe, deutsche Schiffe uns unterstützen bei der Seenotrettung. Aber alle kommen hier an und wir müssen das dann organisieren. Und das machen die auch vielleicht mit einer irgendwie gelernten, jahrhundertealten Erfahrung, dass eben Menschen hier durch Sizilien durchziehen. Das ist ja wirklich eine große Mischung, die man hier im Land in Architektur, in Speisen und so weiter auch kennen kann. Also irgendwie ist man daran gewöhnt, aber man wünscht sich mehr Solidarität von Europa und ich glaube, das nehmen wir zumindest mal als deutsche Delegation vom ersten Tag auch mit, dass das in den nächsten Wochen irgendwie gelingen muss zu einer solidarischeren Flüchtlingspolitik in Europa mit einer Verteilung der Flüchtlinge nach Quoten zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Alla prossima.